Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Kommissar Schinas hat ausgeführt, wie effizient und natürlich in toto großartig die EU auf die Corona-Krise reagiert habe. Wie alle seine Äußerungen sind auch diese Behauptungen, liegen diese Behauptungen irgendwo zwischen Selbstbetrug, Selbstüberschätzung und Fake News. Ein richtiges Parlament würde ihm dies auch nicht durchgehen lassen. Es würde reden über den völligen Mangel der medizinischen Vorbereitung innerhalb der EU auf die Corona-Krise. Es würde reden über die komplett fehlende Koordinierung der EU-Länder bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Und vor allem würde ein richtiges Parlament über das Totalversagen von Leuten wie Herrn Schinas, von Frau von der Leyen und der gesamten Kommission reden. Und ein richtiger Parlamentspräsident würde diese Themen auch auf die Tagesordnung setzen und nicht eine Rede über oder nicht reden über Polen, Ungarn oder hier jetzt eben Impfstoffe. Aber wir haben eben kein richtiges Parlament und wir haben leider auch keine richtige Parlamentspräsidentin. Vielen Dank.